Lorenzo. Hey, Craig. Ricardo war nicht schwer zu besiegen, oder? Hier ist dein Gewinn. Ich will spielen. Ich will spielen. Ich werde Lorenzo in der Arena besiegen, ist doch klar. Ich werde Lorenzo in der Arena besiegen. Abgemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Viel Glück. Okay, werde ich zwar nicht brauchen, aber ich bin halt so der Über... Wo ist denn der? Hey, Lorenzo. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Schnack nicht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Ich bin neu hier. Ich bin neu. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was. Ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Woher hat das... Woher hat das Don? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Okay, ihr holt das Gold einfach so aus dem Tempel. Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Biestige Biester? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Nee, wir haben ja bisher eine Grabmutter gesehen. Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Ach, dann war das nur natürlich Versehen. Bin ich Kämpfer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Ja, gut, was machen wir denn hier? Was hat der Don mit dem Gold vor? Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt, oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Ja, passiert. Was genau machen die Weißen in der Stadt? Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung, oder? Ja. Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Aber frag mich nicht was. Ich hab keine Ahnung und es ist mir auch egal. Das ist okay. Was? Was? Ha, dir wird noch das Lachen vergehen, du Witzbold. Wenn sie dich erstmal zu fassen kriegen und dich in den Tempelruinen verheizen, werde ich derjenige sein, der lacht. Wenn du dann wenn noch du das sagst. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, natürlich. Oder? Natürlich. Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das da rumliegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Ich denk darüber nach. Ich denk drüber nach. Na gut, aber lass dir nicht so viel Zeit damit. Ich würde gerne in der Arena dir was auf die Rübe geben. Ich würde dir gerne in der Arena was auf die Rübe geben. Ein Schaukämpfchen? Na schön. Warum nicht? Gleich wirst du Staub fressen. Komm mit. Ja. Besiege Lorenzo in der Arena. Bla 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 bla. Fuck! So wie es üblich in Risen ist und generell in allen Gothic-Teilen, dauert es erstmal ein wenig, bis wir unsere Rüstung und Goldvorräte und alles zusammenklabüstert haben. Währenddessen müssen wir uns mit solchen kleinen Pennern wie ihnen hier abgeben. So, F8. Katsching. Na dann mal los! Der hat, glaube ich, Schwerkampf relativ hoch schon. Ja! Haha! Autsch! Oh! Der braucht einen Angriff und hat uns halb planiert. Ha, pariert! Also gut, darf jetzt auf jeden Fall nicht so offensiv sein. Nee, nicht so offensiv. Am besten nicht die drei Angriffe hintereinander weghauen. So, ich will es ja auch gar nicht mit dem Ausweichen ausprobieren. Ich würde wahrscheinlich höchstens noch zwei Schläge aushalten. Ja! Na, komm doch her. Ah, oh, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Ja. Schade, der war richtig gut, aber der hat alle pariert. Mist. Ja. Autsch. Mist. Penner.
Ich mach dich platt. So. Er braucht noch einen Schlag bei uns. Wir brauchen wahrscheinlich noch drei für ihn. Ups, ich will ja nicht. Ja. Ja. Jawoll, noch zwei waren's. Also erstmal ausräumen und dann wo ist sein rostiges Schwert. Puh, das war ja wohl sehr, sehr knapp. Komm, steh wieder auf, du alter Penner. Na, wer ist der bessere Kämpfer von uns beiden? Hab nicht so eine große Schnauze, bin nur ausgerutscht. Das ist alles. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, zum Glück nur ein Schwert. Danny. Ich fürchte, es wird keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen. Ach ja? Habe ich mir schon fast gedacht. Egal, ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Super, und gib uns kein bisschen Gold, Hannah. Mist. Wir müssen irgendwie mehr Gold kriegen. So, Kraut. Dann begeben wir uns mal zum Wasserfass hin. Ich möchte gerne wissen, wie viele Lebenspunkte das heilt. Ob es jetzt nur 10, 15 oder 20 sind. 21 Lebenspunkte noch. Gluck, 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 gluck. Es heilt 15. Ja gut, da kann man sich mal so eben hier hochheilen, dass wir nicht direkt wieder schlafen müssen. Und dann heben wir mal die Tempelruine mit Lorenzo aus. Lorenzo, die alte Transe, die alte Transe. So, da sind wir auch schon gleich wieder voll. Wir können schön durch unseren Magen hindurch die Gegend hinter uns begutachten. So, da sind wir fast voll. Nee, wir sind komplett voll. Das ist doch super. Dann holen wir uns erstmal unsere Kohle von Craig und reden dann mit dem Oscar mit der Oscar. Lorenzo, hast du es ganz schön gezeigt. Ja. Hier ist dein Gewinn. Kannst mal gucken. Okay, Ende. Quick Save. Hey, Oscar aus der Mülltonne. Du bist hier der Schmied? Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Wenn du bei mir lernen willst, muss ich dich enttäuschen. Ich hatte seit Jahren schon keinen Lehrling mehr. Also frag mich erst gar nicht, klar? Lehre? Was müsste ich denn tun, damit du mir was über Schmieden beibringst? Was müsste ich tun, damit du mir das Schmieden beibringst? Du hörst wohl schlecht, was? Ich will keinen Lehrling. Lehrlinge sind so nützlich wie ein Furunkel am Hintern. Da müsste schon einiges passieren, damit ich meine Meinung ändere. Ich hoffe für dich, dass du mich nicht nur deswegen angequatscht hast, Jungchen. Nein. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Pah, erzähl mir nichts. Keiner hier sucht nach Arbeit. Das Einzige, was alle suchen, ist das Gold. Und du siehst nicht so aus, als wärst du eine Ausnahme. Das stimmt, aber aus Arbeit resultiert Gold. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Dafür habe ich aber ganz schön viele Krümel schon. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Pah, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Wie komme ich zum Don? Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Vergiss es. In den Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten. Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Das haben wir schon von Rachel gehört. Was könnte den Don denn interessieren? Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes. Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Mhm. Ich glaube, ich werde aber die Aufnahme hier jetzt an dieser Stelle beenden. Einmal mit einem Schnellspeichern.
Und ja, ich weiß, ich warte, hier komme ich rein, bis das Speichern weg ist. Und einmal mit einem richtigen Speicherstand. So, let's play. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für die erste Aufnahme vom Let's Play Risen. Viel Spaß dabei beim Weiterzugucken, selber zocken und was weiß ich was. Ja, bis zur nächsten Folge.